Grazie, chiedo scusa che prendo di nuovo la parola. Danke schön. Ich entschuldige mich dafür, dass ich schon wieder das Wort ergreife. I apologize that I'm ich hätte eine Frage an den ehrenwerten Herrn Professor Rudolf Brokschi. Vielleicht könnten Sie sich kurz äußern zum Problem des tell us about the problem. Moskauer Plans. Das betraf eine Zeit, etwas nach der Zeit, auf die Sie eingingen. Da ging es um einen geplanten orthodoxen Proselytismus, der dann in allen Konferenzen wieder angesprochen wurde, die dem folgten. Die Sowjetunion hatte hier vor, die katholische Kirche in den Ländern um die Sowjetunion herum auszulöschen und in den Sowjetrepubliken selbst. Vielleicht können Sie auf dieses Thema hier kurz eingehen, auf diese Einigung zwischen Staat und Kirche, diese Absicht, diesen Proselytismus im wahrsten Sinne des Wortes, es gab hier keine spirituellen Absichten, sondern diese Absicht umzusetzen und auch diesen Plan Moskaus hier gegen Rom aufzutreten. Nach meinem Wissensstand ist natürlich die Kirche in dieser Phase instrumentalisiert worden. Die orthodoxe Kirche. Es war eindeutig, mein Lehrer und Vorgänger Professor Suttner hat die entsprechenden Akten auch in Moskau eingesehen, dass von staatlicher Seite, also von Stalin, ganz klar war, dass zunächst einmal die griechisch-katholische Kirche ausgelöscht werden soll. Natürlich musste die Orthodoxie in diesem Fall auch spielte sie eine Rolle, weil das Eigentum der griechisch-katholischen Kirche wurde dann den Orthodoxen übergeben, sozusagen, weil sie ja nicht mehr existierte. Ich bin mir nicht ganz bewusst, ob mag schon sein, dass der eine oder andere Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche durchaus aktiv hier auch mitgetan hat. Wir dürfen nicht vergessen, ich habe auch in Moskau einige Male einen Vortrag gehalten und habe immer wieder gesagt, es ist heute leichter aus der Distanz ein Urteil abzugeben, was die damals hätten tun sollen. Wir müssen ein bisschen, glaube ich, vorsichtig sein, dass wir sofort sagen, das waren lauter KGB-Leute. Auf der einen Seite ist es völlig klar, wer in der kommunistischen Periode in das Amt eines Bischofs, in eine Leitungsfunktion der Kirche kommen wollte oder konnte, der musste Zugeständnisse machen. Das ist eindeutig. Aber es ist noch einmal die Frage, ob der je Einzelne wirklich aus persönlichen bzw. aus der Überzeugung heraus jetzt gegen Brüder und Schwestern in anderen Kirchen vorgegangen ist. Ich habe damals in Moskau auch einmal zitiert, wir haben hier in Wien ein Beispiel, Kardinal Initzer, er war Erzbischof in der Zeit, als Österreich an Nazi-Deutschland quasi angegliedert wurde. Und er hat zunächst versucht, mit diesen neuen Machthabern in ein gutes Verhältnis zu kommen. Dass das nicht funktioniert hat, hat er ein halbes Jahr später gesehen, da wäre er bald aus dem Palais hinausgeschmissen worden, als die Hitlerjugend gestürmt hat, nachdem er gesagt hat, wir haben nur einen Führer beim Rosenkranzfest, und das ist Jesus Christus. Aber ursprünglich hat er auch auf den Brief hingeschrieben, Heil Hitler, nicht? Und dieses Dokument ist erhalten. Und das wird in der Geschichte immer wieder zitiert. Und ich wäre ein bisschen vorsichtig, pauschal
die russische orthodoxe Kirche sozusagen zu verurteilen, dass sie hier aktiv am Proselytismus und an der Auslöschung der anderen Kirchen mitgearbeitet hat. Einzelne mag sein, aber sie war auch nicht frei. Sie war nie frei. Sie war immer unter der Herrschaft der Kommunisten. Das ist so meine Ansicht. Danke. Bischof Lipp und Jenner. Ma se questo è vero, allora... Nun, wenn das wahr ist, und wenn wir nun auf heute blicken, wo die Kirche wirklich frei ist, warum sagen denn dann die Führer der orthodoxen Kirche heute nicht, dass sie wirklich Böses getan haben oder dass sie andere verletzt haben? Heute heißt es noch, dass die griechisch-katholische Kirche, von orthodoxer Seite heißt es dies, dass die griechisch-katholische Kirche ihre Diözesen zerstört hätte. Bis heute sagen sie, dass die Pseudosynode von Lemberg kanonisch und regulär gewesen sei. Wenn sie heute wirklich ehrlich sind, warum sagen sie denn dann die Wahrheit nicht über diese Dinge? Es ist für mich auch nicht jetzt einfach, die russische Position zu verteidigen. Ich habe auch meine Probleme damit. Ich versuche nur ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe dort 2 Jahre gelebt und habe mich bemüht, auch ein bisschen in die Kirche einzutauchen. Wir müssen auch hier wieder unterscheiden. Es ist richtig, von offizieller Seite wird immer wieder fast wiederkehrend von den blühenden Diözesen in der Westukraine erzählt und dass das durch die Wiederzulassung und durch die Renaissance der griechisch-katholischen Kirche. Mein Eindruck, und da tue ich mir jetzt sehr schwer, die richtigen Worte zu finden. Es ist in der aktuellen Situation überhaupt ganz schwierig, in ein ökumenisches Gespräch mit der russischen Orthodoxie zu kommen. Es geht um die Bildung oder es geht um die strategische Allianz bezüglich der Werte. Aber es wird immer wieder betont, dass uns so viel trennt. Wir versuchen von Pro Oriente diesen Fragen jetzt einmal nachzugehen und deutlich zu machen, man müsste einmal benennen, was uns wirklich so trennt. Nämlich an echten theologischen Gründen. Aber noch einmal zurück zu Ihrer Frage. Ich habe das auch durchaus vorsichtig einmal eingemahnt, dass es sowas geben müsste, dass man ehrlich einmal die Geschichte anschaut und durchaus auch die Fakten und das Eingeständnis im Sinne einer Heilung der Erinnerung auf den Tisch legt. Es ist schon eine richtige Feststellung, dass dieser Punkt meistens ausgeklammert wird. Dass es kaum klare Stellungnahmen gibt. Es geht nicht darum, dass wir jetzt diese Hierarchen aus den, was weiß ich, 30er Jahren oder später noch 50, 60er Jahren, dass wir sie verurteilen. Sie müssen auch vor dem Richterstuhl Christi einmal erscheinen und müssen Zeugnis oder müssen selber Rechenschaft über ihr Tun oder Nicht-Tun ablegen. Aber ich denke, hier geht es wohl darum, deutlich zu machen, dass ja, wir sind von der katholischen Seite in vielen mehr bereit, auch
die Wunden der Geschichte und dort, wo auch die Kirche durchaus in einer Hauptrolle gehandelt hat, zuzugeben und einzugestehen. Ich kann da auch, wie soll ich sagen, keine Erklärung geben. Es ist halt immer die Frage, wenn wir im offiziellen katholisch-orthodoxen Dialog die russische Orthodoxie nicht mit im Boot haben, dann wird wahrscheinlich der Dialog auf einem Holzweg sein. Momentan ist es eh wieder recht schwierige Situation. So ist mein Eindruck. Danke für diese Antwort. Wenn ich darf, würde ich auch ein paar Worte dazu sagen, weil ich habe mich auch ein bisschen mit dieser Problematik beschäftigt. Mindestens kenne ich wirklich diese geheimen Dokumente aus Publikationen, aber nicht nur aus Publikationen. Wir haben in unserem Institut für Kirchengeschichte in Lemberg, welches heutige Bischof Boris Gudzak im Jahre 92 gegründet hat, wir haben da schon damals wirklich sehr schnell mit allen möglichen Mitteln sozusagen dafür gesorgt, um wirklich Zugang zum neu geöffneten Dokumenten zu bekommen und auch, was noch wichtiger ist, die Zeugnisse von Menschen, die im Untergrund waren, die verfolgt wurden, zu sammeln. Und jetzt haben wir wirklich ein gutes Basis und Gott sei Dank, auch in der Ukraine gab es Zeit, besonders während Juschenko-Periode, dass wir auch wirklich tief geheime Bestände den KGB-Archiven benutzen könnten und nicht nur benutzen, aber auch Kopien haben wir gemacht und das ist auch für uns eine gute Basis. Deshalb zurück zur Frage von Herrn Bischof Florentin und auch zur Frage dem Bischof von Hlieb. Das ist eindeutig, dass es in Moskau wurde ein Plan nicht nur Vernichtung der griechisch-katholischen Kirchen ausgearbeitet. Nein, das war nur ein Punkt im großen sozusagen geopolitischen Plan, den sozusagen Umbau des Weltes und Ausnutzung des religiösen Faktors. Stalin hat versucht, aus Moskau quasi eine alternative Vatikan auszubauen und rumherum Moskau sozusagen eine orthodoxe Internationale zu gründen mit dem Eingliederung Altkatholiken, Anglikaner. Man hat wirklich über alle diese Konfessionen auch in diesem Plan gedacht und auch bestimmte konkrete Schritte dann weitergemacht. Deshalb in diesem Sinne, wir verstehen, dass das Ganze war Machtpolitik von stalinistischen Regime und so weiter. Warum hat er russische Kirche als Instrument gewählt? Weil während des Krieges hat sich gezeigt, dass Glaube spielt eine Rolle. Dass ohne Glaube würde Stalin das Krieg nicht sozusagen irgendwie gewinnen. Und deshalb hat er einfach pragmatisch entschieden, russische Kirche oder Reste, die von russischer Kirche geblieben sind, gerade für diesen Zweck zu instrumentalisieren. Wir können jetzt diskutieren, ob die Leitung dieser Kirche andere Wahl gehabt hat. Wir wissen, dass zum Beispiel in Frage der Vernichtung der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine Patriarch Alexei war mehr vorsichtiger als anderen. Er wollte keine Synode zum Beispiel. Und Synode wurde von Staatsbeamten geplant mit dem sozusagen sehr großen Engagement von diesen griechisch-katholischen, die sich für Orthodoxie entschieden haben. Da müssen wir auch ehrlich sagen, dass diese Idee stammt nicht von Moskau, sondern von Kostelnik. Avril Kostelnik, galizischer griechisch-katholischer Priester. Deshalb, wir können über Nuancen reden, aber wir müssen wirklich auf Basis der Dokumenten und wir müssen ehrlich reden. Und jetzt komme ich zum weiteren Frage. Ich habe einmal beim solchen Gesprächen, nicht so offiziell, aber unoffiziell beim irgendwelchen ökumenischen Gespräch, schon bei dem Tisch mit einem orthodoxen Bischof gesprochen über verschiedene historische Ereignisse und so weiter. Und ich habe auch ein bisschen kritisch über Aufarbeitung der Geschichte und so weiter. Aber dann habe ich gesagt, ich werde mich sehr freuen, weil irgendwann russische orthodoxe Kirche selbst über eigene Geschichte und über diese Ereignisse wirklich ehrlich zu sprechen beginnt. Und dann hat wirklich sofort, wirklich wie ausgebrochen.
explodiert. Er hat gesagt, was verstehen Sie? Sie verstehen nichts. Das war so und so. Und deshalb, ich habe gesagt, das ist wirklich eine schmerzhafte Sache für viele Menschen, die haben Wunden. Und die können sich nicht persönlich mit dieser Geschichte irgendwie rechtfertigen. Man braucht vielleicht Zeit, man braucht Geduld. Wir müssen wirklich ohne Hass, ohne irgendwelche Rache, aber sorgfältig Fakten bearbeiten, so, ganz ruhig und wirklich warten. Das hilft nicht, wenn wir jemanden sozusagen nachweisen, dass er schuldig ist. Wichtiger ist, dass die Leute selbst verstehen, wo diese Schuld liegt, wer schuldig ist, in welchen Umständen das geschehen ist. Das öffnet eine Perspektive. Anders leider nicht. Und deshalb, ganz vielleicht zum Schluss, das ist wichtig, dass wir solche Tagungen haben. Das wäre noch wichtiger und besser, dass wir irgendwann auch gemeinsam zum Gespräch kommen. Aber das geht nicht, bis andere Seite selbst eigene Geschichte kritisch aufgearbeitet und bereit sich erklärt. Das ist wichtig. Und ich kenne ein paar Leute in Russland, die wirklich schon ernst arbeiten. Wir müssen mit diesen Leuten auch irgendwie schrittweise Kontakte pflegen, vielleicht nicht so intensiv, aber langsam nach vorne gehen. Also so ist meine Erfahrung und meine persönliche Meinung. Aber ich habe auch Wortmeldung von Bischof Bohdan gesehen. Bitte schön. Das Wort Schluss gehört und habe gedacht, vielleicht darf ich einige Gedanken mit Ihnen teilen, die mir während dieses Symposiums in den Sinn gekommen sind. Und zwar, ich bin sehr dankbar, dass die Prälegenten so viel Raum der Märtyrer selbst gegeben haben. Nicht nur in dem Sinne, dass man über sie gesprochen hat, sondern dass man sie sprechen lassen hat. Insbesondere Herr Professor Turi und auch die Referenten aus Rumänien, aus Slowakei, alle anderen haben sich bemüht, auch unsere Märtyrer, Vorfahren im Glaube zur Sprache kommen lassen. Und das ist, ich glaube, das Wichtigste, das wir hier gehört haben. Nicht unsere Beschlüsse, unsere Gedanken, sondern was sie gelebt, gesagt und uns mit uns teilen wollen. Ich erinnere mich persönlich an einen Spruch über seligen Märtyrer Omelian Kouch. Er wurde in KZ Majdanek wegen seiner Hilfe an die Juden ermordet, als Märtyrer gestorben. Und ein jüdischer Leiter der jüdischen Gemeinde hat einmal gesagt, er glaubte wirklich an Gott, deshalb war er imstande, sein Leben für die Mitmenschen hinzugeben. Heutige Europa stellt im Zentrum den Menschen. Und es ist richtig so, weil auch Gott, Christ, hat den Menschen im Zentrum gestellt und ihm seine Aufmerksamkeit, sein Leben geschenkt. Aber das Problem ist, dass in heutiger Zeit sehr oft diese Weltanschauung und Wertschätzung des Menschlichen geschieht, ohne das Göttliche mitzunehmen. Und in dieser Vision des Menschen wird der Mensch zu Weise, der schreit für den Vater. So sehen wir so viele Menschen in Europa, die weise sind, weil sie ohne Gott heranwachsen. Nur wer wirklich glaubt, kann heutigen Menschen auch helfen. Sonst geht es nicht. Man hat schon angefangen und probiert, in der Sowjetunion den Menschen Paradies zu schenken, ohne Gott. Was es davon dann zu Ende kam, haben wir alle erfahren, gehört
und so weiter gelesen. So meiner Meinung nach, so habe ich gespürt in diesen Stunden, dass die Märtyrer rufen uns heute für drei Sachen. Drei, sagt man heute, Zeile 3 ist sehr, sehr populär. Ja. Authentizität. Seien wirklich gläubig. Das ist sehr angefragt. Das zweite, die Treue. Bleibt konsequent in ihrem Glaube. Auch wenn es etwas ihnen kostet soll. Und das dritte, was auch heute von den Vorträgen von beiden Prelegenten herauskam, Solidarität. Bleibt nicht gleichgültig, wenn heute auch das Christentum verfolgt wird und die Christen, unsere Mitschwestern, Mitbrüder, ermordet werden, auch heute. So, solche Gedanken kommen mir in diesem Moment und ich möchte mich noch auch sehr herzlich bedanken für die Organisation, für die Teilnehmer und auch für sehr gute und tiefe Vorträge, die wir heute gehört haben. Danke sehr herzlich. Ich schließe mich sofort zu diesen Dankworten und ich bedanke mich auch beim Co-Organisatoren und übergebe Wort unserem Hauptgastgeber Rudolf Brokschi, Uni Wien. Ich bin nur ein Nebengastgeber, aber ich darf im Namen der Organisatoren auch Ihnen ganz herzlich danken. Ich danke auch für dieses tiefe Schlusswort, damit kann ich noch kürzer sein und möchte daran erinnern, bei der Begrüßung und Einleitung hat mein Bischof, Eminenz Christoph Schönborn, uns erinnert, dass heute auch ein denkwürdiger Tag ist, vor 75 Jahren die Judenpogrome in unserem Land begonnen. Und ich möchte Sie einfach einladen, dass wir zur Heiligen Liturgie, alle, die mitkommen können noch, dass wir sowohl die aktuellen Christenverfolgungen, denken wir in den arabischen Ländern, an Syrien und so, dass wir das in unsere Gebete hereinnehmen. Aber dass wir auch denken an unsere Brüder und Schwestern des Judentums, die großes Leid auch, dass es gleichsam in der göttlichen Liturgie zu einem gemeinsamen Lobpreis Gottes kommt, mit denen, die durch ihr Zeugnis auch zum Teil unseren Glauben begründet haben. Nochmals herzlichen Dank für Ihr Kommen.